Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Hier ist wieder eure Tanja. Heute möchte ich mal wieder was ganz Neues mit euch basteln. Und zwar möchte ich die Easy Rostfarbe von EFKO mit euch ausprobieren. Da bekomme ich, wie ihr sehen könnt, diese richtig schönen Effekte hin. Als erstes stanze ich mir in Chamois einen Kreis aus. Jetzt nehme ich von EFKO das Stempelset Wischer, nehme den oberen Stempel, nehme meinen Memento-Marker in hellgrün und stempel mir einmal so einen Farbwischer. Das hat mir jetzt noch nicht so sehr gefallen, deswegen stempel ich noch mal ein zweites Mal drüber. Das ist der Vorteil, wenn man Clear Stamps hat. Man sieht, wo man gestempelt hat und kann einfach noch mal ein zweites Mal drüber stempeln und meistens glückt es dann auch und es fällt nicht auf, dass man zweimal gestempelt hat. Ja, der Wischer ist fertig. Als nächstes nehme ich mein Memento Cortex Ivy, also ein Grün, und stempel damit mir meinen Spruch auf. Jetzt lege ich das zur Seite und nehme mir drei farbige Cardstock-Papiere bzw. Tonpapier. Dann nehme ich meine Easy Rostfarbe und trage die entweder mit einem Pinsel oder jetzt hier in dem Fall habe ich eine Zahnbürste genommen. Und damit trage ich jetzt diese metallische Paste auf. Ich habe drei verschiedene Farben an Papier gewählt, damit das nochmal so ein bisschen durchscheint hinterher und ich da auch nochmal einen Effekt erzielen kann. So, in der Zeit, wo ich das jetzt koloriere, lasse ich nochmal ein bisschen Musik laufen. Jetzt nehme ich noch die etwas rötlichere Rostfarbe, trage die auch noch mit einem Pinsel auf. Man sieht schon diesen stumpfen Ton von der Paste und kann erahnen, wie das nachher aussehen wird. So, jetzt nehme ich meinen Heißluftföhn und föhne die Paste trocken. Damit kann ich die Trockenzeit etwas beschleunigen. Könnt ihr schon sehen, wie das Ergebnis ist von dem Papier? Ja, so ein bisschen. Als nächstes nehme ich meinen Ahornstanzer in der Größe M und stanze mir aus allen drei Papieren jetzt ganz viele Ahornblätter aus. Und wenn jetzt jemand fragen sollte, nein, ich habe nicht gezählt, wie viele ich jetzt ausgelocht habe, habe mir eine Handvoll ausgelocht von allen Papieren und so, dass ich meine Karte nachher abbekleben kann damit. So, jetzt habe ich meine Stanzteile alle zusammen. Jetzt nehme ich dunkelbraunes Papier und stanze einen größeren Kreis aus.
Jetzt nehme ich 3D-Pads, 1 mm und klebe den hellen Kreis auf den dunklen. Jetzt nehme ich ein Cuttermesser, mache zwei Löcher in das Schildchen rein und stecke eine Baumwollkordel durch. Die Löcher erweitere ich etwas mit einer Pinzette, damit die ein bisschen rund und breiter sind, damit das Band durchpasst. Jetzt knote ich es einmal doppelt. Zieh das Bändchen zurück und steckst du durch die andere Seite wieder raus und mach da auch einen Doppelknoten. So, jetzt klebe ich alle meine Ahornblätter mit dem Multitombo-Kleber auf, einmal schön andrücken und trocknen lassen. So, jetzt nehme ich doppelseitiges Klebeband und klebe mein Schildchen einmal auf die Karte. Das Ganze verziere ich auch noch mal ein bisschen mit den gestalteten Ahornblättern. Für einen kleinen Farbhighlight habe ich einmal zwei Blätter gedreht, wie ihr sehen könnt. Da habe ich einmal da so eine beige Seite und einmal eine hellgrüne Seite, die da so ein bisschen durchschimmert. Einfach nur so für so ein Farbhighlight. Als nächstes nehme ich einen Papierrest in Chamois und nehme meinen zum Geburtstag Stempel und stempel wieder mit der gleichen Stempelfarbe den Text auf. Nimm eine Konturenschere, dann brasche ich das Ganze nochmal an. Das mache ich nochmal ein zweites Mal. Mit herzlichen Glückwunsch. Und jetzt klebe ich diese beiden kleinen Schildchen mit 3D-Pads, 1 mm, auf meine Karte. Dabei schiebe ich das ein kleines bisschen unter die vordere Blätterreihe, wie ihr sehen könnt. Ja, und das war meine Karte für heute. Ich finde die ganz interessant, diesen Effekt mit diesem metallischen, diesen Rosteffekt. Ich hoffe, es war eine Inspiration für euch und ihr habt jetzt auch Lust, diese Karte nachzubasteln oder eine ähnliche. Ja, ich sag bis zum nächsten Mal. Freue mich natürlich über eure Kommentare. Eure Tanja.